Ja, hallo Adam, schön, dass du hier bist zum ersten Mal auf dem Teufelshocker. Und gleich die erste Frage: Wie zufrieden seid ihr mit dem Punkt in Dortmund? Ja, kann man schon zufrieden sein. Wir haben ein oder andere weitere Möglichkeiten gehabt hat und ja, aber mit einem Punkt kann man schon gut leben. Was hat euch der Trainer gesagt, direkt nach dem Spiel im Kreis? Ja, der hat gesagt, dass genau das war, was er erwartet hat und ich glaube, der war zufrieden. Jetzt habt ihr 15 Punkte. Was müsst ihr tun, um am Sonntag 18 Punkte zu holen? Ja, ist letzter Spieltag, gerade zu Hause. Meine Meinung soll man zu Hause gewinnen und weil wir haben schon viele Punkte hier liegen zu lassen und ja, das geht nicht so weiter. Wir müssen einfach zu Hause punkten und das wäre super mit 3 Punkten. 18 Punkte nach Rückrunde ist okay. Glaubst du, dass der Kader stark genug ist, um die Liga zu halten? Ja, ich glaube schon, dass gerade ich da genug Liga zu bleiben und wir werden alles dafür tun natürlich. Was macht dich da so sicher? Ja, wir haben schon ein oder andere gute Spiele gezeigt, leider haben wir nicht gepunktet, aber ja, das muss sich ändern. Wir brauchen ein bisschen mehr Tore und mehr Punkte und ich glaube daran. Kommen wir mal ein bisschen zu dir persönlich. Du hattest ja bei Beginn der Vorbereitung eine spektakuläre Verletzung, kann man so sagen. Wie ist das passiert? Ja, muss ich nichts erklären, das ist schon bekannt. So. Bin ich einfach runtergestürzt vom Baum und Was waren so deine Gedanken, als der Ast gekracht hat? Dein erster Gedanke? an diesem Moment kann ich mir gar nicht so gut erinnern, weil ich war ein bisschen, ja, mein Kopf war ein bisschen, ich weiß nicht, wie sagt man das? Bewusstlos. Ja, bewusstlos, genau. Aber danach. Nach 10 Minuten, ich habe schon gewusst, was passiert ist und ja, ich war natürlich sauer auf mich selber, aber ja, Leben geht's weiter. Ja. Wie waren die Wochen nach dem Unfall? Ja, 2 Wochen ohne Bewegung, ohne gar nichts, so. Ich könnte absolut gar nichts machen und danach habe ich langsam angefangen und ich habe jeden Tag eigentlich zweimal trainiert, auch gut, hart genug und ja, ich glaube, ich bin wieder fit. Du hast gesagt, 2 Wochen ohne Bewegung. Wer hat dir dabei geholfen? Wer hat dich unterstützt in der Zeit? Ja, ich bin nach Mallorca geflogen, ja, weil zu Hause 14 Tage nur so liegen zu bleiben, war mir ein bisschen komisch. So war meine Freundin mit mir und ja, aber es ging schnell, diese 2 Wochen. Also sie hat dir auch beim Anziehen geholfen. Naja, natürlich. Wie ist denn Adam Nemetz eigentlich zum Fußball gekommen? Mein Papa war auch Fußballspieler aktiv. Der hat tschechoslowakische Liga gespielt, über 300 Spiele. Und ich war fast jede Wochenende im Stadion, ihm zuzuschauen. Und ja,